Die feuchte Hitze. Beim Dämpfen wird den Speisen die zum Garen nötige Wärmeenergie nur durch Dampf zugeführt. Besonders wichtig für hohe Speisenqualität ist dabei die jederzeit optimale Dampfsättigung im Garraum. Klima plus Control regelt dieses Klima durch sensibles, dem Garverlauf und der Speisenmenge angepasstes Nachführen von hygienischem Frischdampf. Produkte, die Sie sonst in traditionellen Garmethoden gedämpft, gedünstet, blanchiert, pochiert, gebrüht oder gesimmert haben, bereiten Sie jetzt nur in Ihrem Klima plus Kombi zu. Feuchte Hitze aktivieren Sie durch Drücken der blauen Taste. Sie sehen nun den voreingestellten Wert. 100 Grad Celsius für den Garraum. Diesen Wert können Sie von 30 Grad Celsius bis auf 130 Grad Celsius verändern. Die benötigte Feuchte ist werkseitig auf 100% festgelegt. Im Display blinkt H für Stunden, M für Minuten. Bitte heizen Sie Ihren Klima Plus Kombi in allen Garmedien vor. Stellen Sie dafür die Garzeit auf Dauerbetrieb. Schließen Sie jetzt die Garraumtür. Hygienischer Frischdampf wird aus dem Dampfgenerator in den Garraum geführt. Klima Plus Control sorgt für das schnelle Erreichen der Dampfsättigung und für eine konstante Dampfsättigung während des ganzen Garvorgangs. Sehen Sie, die Scheibe beschlägt. Ihr Zeichen dafür, dass die Vorheiztemperatur erreicht ist. Ihr Klima Plus Kombi ist nun für Sie bereit. Beschicken Sie den Garraum. Gleichzeitiges Garen von verschiedensten Produkten ist dank des Längseinschubes problemlos möglich. Verwenden Sie dazu Rational GN-Behälter in den Größen 1 Drittel, 1 Halb oder 1 Eintel. Gemüse und Fisch können Sie gleichzeitig garen. Sie arbeiten mit gelochten GN-Behältern. Damit Ihnen kein unerwünschtes Kondensat auf andere Produkte tropft, beschicken Sie Ihren Klima Plus Kombi von unten nach oben. Sie bereiten mit mehreren Rational GN-Behältern eine wesentlich größere Speisenvielfalt zu. Denn das Beeindruckende an der Technik Ihres Klima Plus Kombi ist, beim gleichzeitigen Garen von unterschiedlichen Produkten gibt es keine Geschmacksübertragung. Sie beschicken Ihren Klima Plus Kombi ganz nach Ihren erforderlichen Arbeitsabläufen. Produkte mit längeren Garzeiten geben Sie früher in den Garraum und Produkte mit kürzerer Garzeit entsprechend später. Oder beschicken Sie den Garraum rollierend. So sind Sie stets flexibel. Sie wollen den Garprozess unterbrechen? Das ist jederzeit möglich. Dazu einfach nur die Tür öffnen. Praktisch ist hierbei, dass der Türgriff Ihres Klima Plus Kombi mit einer Links-Rechts-Funktion ausgestattet ist. Somit haben Sie die Möglichkeit, den Garraum auch mit dem Ellenbogen zu öffnen. Ihr Klima Plus Kombi bietet Ihnen unbegrenzte Möglichkeiten, Speisen in feuchter Hitze zu garen. Vario-Dampf zwischen 30 und 99 Grad. Dämpfen mit 100 Grad. Und wenn Sie es mal eilig haben, forciertes Dämpfen zwischen 100 und 130 Grad. Wann arbeiten Sie mit Vario-Dampf? Um zwischen 30 und 99 Grad besonders schonend zu garen. Traditionell spricht man hier von Brühen, Simmern, Garziehen oder Pochieren. All diese Garmethoden setzen Sie jetzt in Ihrem Klima Plus Kombi ein. Brühen Sie Würstchen im Vario-Dampf bei 72 Grad Kerntemperatur und 80 Grad Garraumtemperatur. Die Würstchen platzen nicht. Es tritt auch kein Eiweiß aus. Für Produkte mit hohem Eiweißgehalt ist dieses Verfahren bestens geeignet. Fisch oder auch Desserts wie Creme Caramel lassen sich so sehr schonend zubereiten. Alles ganz einfach und in verführerischer Qualität. Wenig Zeitaufwand, verbunden mit geringem Wareneinsatz, bedeuten für Sie mehr Gewinn. Damit können Sie Ihr Speisenangebot deutlich erweitern.
Wenn Sie mit Variodampf Speisen zubereiten, entfällt die zusätzliche Kontrolle des Garvorgangs. Denn die Temperatur bleibt im Gegensatz zum Garen in Ofen, Pfanne oder Blech immer im eingestellten Bereich. So erreichen Sie ein gleichmäßiges Garen. Frühstückseier lassen sich bei 68 Grad im Garraum aufbewahren. Sie verändern sich nicht. Damit können Sie Ihr Mise en Place für das Frühstücksbuffet noch besser planen. Dank des drucklosen Dampfes können Sie das Würzen der Speisen jetzt schon vor dem Garen machen. Durch das schonende Garen brauchen Sie weniger Gewürz als früher und der Eigengeschmack des Produktes ist viel intensiver. Dämpfen wir nun mit 100 Grad. Und zwar Produkte, die Sie traditionell im Wasser gedämpft, gedünstet, blanchiert oder gar gezogen haben. Mit dieser Einstellung garen Sie Beilagen, frische Gemüse und Fleisch. Kochen Sie Reis oder Getreidesorten, dann setzen Sie den Produkten Wasser zu. Bei Pilaf-Reis im Verhältnis 2:1 bei 100 Grad. Bei Risotto-Reis 2,5:1 bei 96 Grad. Bei Sushi-Reis 1,5:1 bei 95 Grad. Je länger Sie das Produkt quellen lassen, desto kürzer ist die Garzeit. Sie erzielen ein optimales Ergebnis auch durch den Einsatz des richtigen Zubehörs. Garen Sie zum Beispiel kleingeschnittenes Gemüse, so muss der verwendete Behälter entsprechend flach sein und die Füllmenge nicht zu hoch. Dadurch erreichen Sie viel kürzere Garzeiten als im Topf. Sie benötigen für Ihr Mise en Place Tomate concassée, geschälte Zitronen, oder geschälte Zwiebeln. Auch das machen Sie auf einfache und schnelle Weise in Ihrem Klima Plus Kombi. Wenn Sie es mal eilig haben, dann wählen Sie das forcierte Dämpfen. Hier stehen Ihnen Temperaturen von 100 Grad Celsius bis 130 Grad Celsius zur Verfügung. Setzen Sie rational Spezialzubehör ein, damit Sie auch hier eine Garantie für ein Spitzenergebnis haben. Kartoffeln garen Sie in gelochten GN-Behältern. So durchdringt der Dampf das Gargut noch schneller und intensiver. Die extra verstärkten Ränder geben Ihnen Stabilität und Betriebssicherheit.